Herzlich willkommen im Audi Star Talk. Hier ist Felix Neureuther. Servus Felix. Hallo. Bitte schön. Hi. Zwei Rennen stehen noch aus. Nach Armin Bittner, ich glaube nach 25 Jahren, mal wieder ein Deutscher, der die Kugel holt, ja, den Slalom-Weltcup gewinnt. Ist das so ein bisschen jetzt letztes Kräftetanken in der Heimat, bevor du dann richtig nochmal angreifst? Schon. Also jetzt sind noch die letzten, also es sind noch vier Rennen für mich, zwei Slaloms und zwei Riesenslaloms. Und ich denke, im Slalom ist die Möglichkeit definitiv da, aber es wird nicht einfach. Der Marcel ist unheimlich stark und deswegen, da muss einfach wirklich alles zusammenpassen und ich werde mich bestmöglich darauf vorbereiten und ich denke auch, ja, oder dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Hast Marcel gerade angesprochen, Marcel Hirscher, gab ja jetzt gerade hier ein fast schon legendäres Rennen in Garmisch selber, Riesenslalom, hatte ich mit 3,28 Sekunden Vorsprung abgezogen, das ist glaube ich... Ich habe es verdrängt. Ja. Gerade wollte ich fragen, ob das nicht psychologisch auch ein Pluspunkt für ihn ist, auch in Bezug auf den Slalom, weil man natürlich dieses Erfolgserlebnis hat, dass man den anderen jetzt so ja, massiv geschlagen hat. Oder spielt das gar keine Rolle, weil es eben Riesenslalom ist? Es spielt, denke ich, schon eine Rolle, aber es war trotz dem großen Rückstand jetzt, war es für mich auch ein sehr gutes Rennen. Es ist im Riesenslalom kommt es nicht, oder es ist nicht so selbstverständlich für mich, dass ich auf dem Podest stehe. Ich sage immer, die drei Großen ist Hirscher, Ligeti und Pointereau. Und wenn oder es gibt Tage, wo dann alles zusammenpasst, dann kann man einen oder zwei oder wenn es mega läuft, alle drei mal schlagen. Und, und ja, das ist mir dort geglückt und deswegen war das für mich schon auch ein sehr gutes Rennen. Aber also Marcel war natürlich, also wirklich... Andere Galaxie fast schon. Ja, das war schon sehr, sehr stark und hat uns natürlich auch alle schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Basti Schweinsteiger drückt kräftig die Daumen und hat aber auch noch mal erwähnt, dass er gedacht hätte, er wäre der Einzige, der jemals es schaffen würde, dich mit so gigantischem Vorsprung abzuziehen. Er hat uns nämlich erzählt, er hätte dir damals in jenem legendären letzten Rennen, das er gewonnen hat, 1,9 Sekunden abgenommen. Die Ergebnisliste ohne Witz. Ich versuche verzweifelt, die seit, wie lange ist es her? Jetzt bin ich schon ein bisschen älter. Es ist, glaube ich, circa, also knappe 20 Jahre her. Und seit dem Zeitpunkt drückt er mir das jedes Mal rein, gell, wenn wir uns sehen. Und ich versuche seit ungefähr 10 Jahren, versuche ich diese blöde Ergebnisliste zu finden. Nur, dass er mal sieht, dass es gar nicht, heute. Dass er gar nicht so weit vorne war, eigentlich. Der kann froh sein, dass er überhaupt vorne war. Und ja, er ist da gut gefahren. Man muss Niederlagen sich auch eingestehen können. Es war leider gegen Basti und er ist dann, also jetzt in dem Fall, weil er es mir immer wieder reindrücken kann und auch immer wieder dann jeder Journalist, aber der Schweinsteiger echt besser wie du im Skifahren früher. Das Thema wird man nicht mehr los. Das wird man nicht, aber es ist auch gut so, der Kerle, der braucht ein bisschen Selbstvertrauen. Und dann ist es schon in Ordnung. Ich meine, klar, wenn du Skifahrer bist, willst du auch mal bei Olympia was Glänzendes um den Hals kriegen, oder? Wie groß ist diese Sehnsucht, wie sehr brennt dieser Wunsch noch in dir oder ist das eigentlich eher ein kleines Feuer? Also ich denke, dass man Ziele immer haben muss und natürlich ist Olympia auch definitiv noch ein Ziel und nur mit Ziele kann man sich ja auch wieder richtig motivieren und auch wenn das, also ich denke mir immer so, man braucht so ein langfristiges Ziel, das ist bei mir jetzt seit Olympia, aber das Wichtige ist trotzdem, jetzt am Punkt wirklich auch zu leben und in der Gegenwart und auch vom Gedanken her. Und nur dann kam, also es bringt mir jetzt halt nichts, wenn ich schon an Kranjska-Gora denke oder ans Weltcup-Finale oder in 2 Jahren an die Weltmeisterschaft oder an Olympia in Sochi. Es ist schon irgendwo im Hinterkopf, aber trotzdem ist es wichtig, dass man jetzt auf dem Punkt funktioniert. Und das ist für mich ganz entscheidend. Und das war so speziell bei der Weltmeisterschaft in Garmisch, wo es ja wirklich katastrophal für mich gelaufen ist, das war der Moment, wo mir das richtig bewusst geworden ist. Weil ich auf Garmisch
habe ich 5 Jahre lang hingearbeitet, habe das jeden Tag irgendwo im Kopf drinnen gehabt, habe davon vor dem Schlafengehen immer darüber nachgedacht, wie es dann sein wird, wenn, und bin sämtliche Situationen durchgegangen, und das war im Nachhinein, war das, denke ich, genau der große Fehler, den ich gemacht habe. Und da habe ich mir geschworen, dass das nie wieder passieren wird, und ich konnte aufgrund dessen, weil ich es eben perfekt machen wollte, konnte ich die Weltmeisterschaften auch nicht genießen. Und das war auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, hey, in 40 Jahren oder in 30 Jahren oder wenn du irgendwann mal zurückblickst, was sind so die Momente, die für dich entscheidend sind? Das sind eigentlich die Momente, ja, wenn du was mit den Jungs erlebst, oder so extrem emotionale Momente. Und Emotionen passieren nur, wenn auch Spaß da ist. Und deswegen habe ich mir geschworen, okay, ich muss das Ganze genießen können, und nur mit Spaß funktioniert es. Und dann, ja, und so ist es bei mir so ein bisschen ins Laufen gekommen. Felix Neureuther, meine Damen und Herren, danke. Unser Gast heute Abend im Audi Star Talk. Das war sehr sympathisch, vielen Dank. Dankeschön.